So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Legendäre, exotische Tiere. So, 15 Stück gibt es. Das sind ja ganz kurz gesagt Gummitiere. So, und ihr seht, es gibt Landtiere und Wassertiere. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insgesamt 15 Tiere gibt es. Und davon sind 5 Tiere eben Wassertiere. Also Gummitiere. So, kosten eigentlich 5 Euro das Stück. Aber ich habe sie auch in Günstigladen günstiger bekommen. Ich werde natürlich irgendetwas von diese Gummitiere, wenn es vielleicht nicht diese Marke ist, eine andere Marke, unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür, unterstütze meinen Kanal. Aber jetzt öffnen wir mal die beiden Tüten, die ich hier habe. Die eine, seht ihr, ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Die ist auch schwerer wie die. Ich fange mit die hier an, weil die ist platter. Kann ich nämlich unten schöner aufschneiden, weil ich brauche ja ein Titelbild für dieses Video. Also hoffe ich mal, dass ich nichts zerschnibbel. Wir haben hier drin. Oh, ein Frosch. Ein Quarkner Frosch. Cool. Wir haben hier einen Frosch drin. Hier könnt ihr jetzt einscannen. Da könnt ihr was über die Frösche sehen, lernen. Ist nur ein Stück Pappe. Das kann man nicht aufknicken, nichts. Aber es ist ein Frosch. Boah, ist der fett. Und die Farbe. Ups. Und ihr seht selber, er ist Weichgummi. Ihr könnt den komplett auseinanderdrücken. Schöner wäre es jetzt gewesen, es wäre ein Grün gewesen. Der Grüne. Aber egal. Es ist ein Frosch. Ihr seht, ja, es ist nicht richtig ganz hochwertig, weil ihr seht schon die Übergänge. So, aber sonst von oben, ihr seht es, passt es eigentlich. Es ist ein schönes Exemplar. Irgendwo in den Blumenkasten mit rein oder sowas. Kann auch draußen, ist ja Gummi, kann ruhig nass werden. Eventuell wird die Farbe vielleicht irgendwann mal ausbleichen. Aber ansonsten, na, was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Ist es euch 5 Euro wert? Ist ganz ehrlich. Ups. So, und jetzt kommen wir zu das zweite Tütchen. Hier oben ist der Riss. Was haben wir hier? Oh, eine Echse. Eine Echse. Das ist eine braun mit Lila. Das ist diese hier. Schon mal gut. Zwei verschiedene Tiere. Das ist immer gut. Oh. Oh, ist das eine Farbkombi. Und ihr seht auch das. Weichgummi. Springt weg. Aber es ist ein ganz schön fetter Klotz. Das muss man lassen. Aber er hat auch schon so, seht ihr, schöne Details sind da, die Augen sind da, der Mund, die Farbkombi, okay, ich hätte eine andere gewünscht, aber vielleicht leuchten die auch abends. So, mal schauen, ist ein bisschen Licht aufgeladen. Ah, seht ihr, der Frosch wollte gerade anfangen zu leuchten. Nochmal ein bisschen Licht runterhalten. Aus. Seht ihr? Oh, der Frosch, der leuchtet. Also diese Farbe, Kombi, der leuchtet. Der nicht. Aber der Frosch im Hintergrund, habt ihr gesehen, der fängt an zu leuchten. Das ist ein Leuchtfrosch. Schon mal witzig. Also, wie findet ihr die Teile? Was haltet ihr von Stück 5 Euro? Naja, ist eine riesen Hausnummer. Ich werde euch irgendwas von diesen Gummitierchen unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr wisst ja, und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür, unterstützt ihr meinen Kanal. Aber jetzt, das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu. Quack, 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 quack.